Ja, hallo ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Anklicken. Ich bin Anton und ich möchte euch ein wunderschönes Geschenk machen. Und zwar bin ich hier im Wilden Westen auf Geheimnisse der fernöstlichen Philosophie gestoßen. Und ja, das ist wunderschön. Allerdings ist die fernöstliche Lehrmethode für uns westlich geprägte Menschen ziemlich schwer zu verstehen. Also vielleicht haben manche Karate Kid gesehen, wenn man sich da 4, 5 Stunden auf einem Bein hinstellen soll, in der Hoffnung, dass sich einem die Moral der Geschichte von alleine erschließt, dann ist es für uns nicht unbedingt die Lehrmethode, mit der wir weiterkommen, weil ja, wir sind da vielleicht ein bisschen ungeduldiger geprägt und wir möchten immer alles wissen, warum, wieso, weshalb, wie ist das wissenschaftliche Modell dorthinter? Warum funktioniert das so? Und gibt es da denn Beweise und sowas alles? Und dann war ich umso froher, dass ich dann auch noch hier eine Vorlesung von einem Berliner Professor, der die schon 30 Jahre lang in meiner Heimat gehalten hat, gefunden habe. Und dabei werden Sigmund Freud und seine genialsten Schüler vorgestellt. Und wie der Mensch in seiner Psyche und als soziales Wesen funktioniert. Und diese Lehren in dieser Vorlesung, die haben mir so viele Lehren meines fernöstlichen Meisters erschlossen, dass es Klick gemacht hat und ein Feuerwerk von Neuronen in meinem Gehirn, die sich alle zusammengeschweißt haben, diese ganzen Verknüpfungen. Und dass ich, ja, dass ich das Glück habe, jetzt sowohl die praktischen Lehren meines taoistischen Meisters und das theoretische Gerüst mit Beweisen aus dem letzten Jahrhundert zusammengefügt euch präsentieren zu können. Und im Taoismus oder was ich euch in den nächsten Videos gerne ans Herz bringen möchte, geht es um die perfekte Gesundheit. Und die perfekte Gesundheit, wenn in der östlichen Philosophie, hat natürlich mit Yoga zu tun und ist ganzheitlich und mit Ernährung und Lebensweise. Und Ziel des Ganzen ist es, aus uns, also sowohl den Körper als auch den Geist, zu heilen. Und dabei geht es, beim Yoga geht es erstmal um alles gerade zu kriegen, weil ein schiefer Körper kommt oft auf krumme Gedanken. Und wir kennen das ja auch aus der schönen deutschen Sprache. Wenn sich jemand verbiegt für etwas, dann ist das meistens irgendwie keine richtige Sache. Und ja, wir streben dazu, aufrechte Menschen zu sein. Und dafür gibt es dann halt verschiedene Yoga-Übungen. Mit einem speziellen Yoga, was in Sondo-Yoga heißt, dieses koreanische Yoga, will ich euch dann beibringen. Wenn ihr natürlich Lust dafür habt, in verschiedenen Übungen. Und das Fantastische bei der Sache ist, dass wir dabei auch die Psyche heilen. Und dafür gibt es wunderschöne Beweise von Sigmund Freud und seinen Schülern, wie das funktioniert und was denn der Sinn von diesen ganzen Yoga-Übungen ist. Ich habe da immer Erwärmung gemacht und danach wurde mir klar, ach, das mache ich, um Blockaden zu lösen und solche Geschichten. Und es ist wunderbar, wie das funktioniert. Das kann ich dann auch an, ja, eigenen Erfahrungen darstellen. Und wir kennen ja auch den Spruch, Einsicht ist der erste Schritt oder der beste Weg zur Besserung. Und dann mit der Besserung, wenn jemand gute Besserung wünschen, dann heißt das ja, er soll sich schön heilen. Also heißt, und Einsicht heißt ja, wir sehen in uns hinein. Das heißt, wenn ich einsehe, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, dann sehe ich in mich hinein, auch wenn ich das nicht vielleicht aktiv bisher gemacht habe, und erkenne denn da was von meinem Fehlverhalten. Und dadurch, durch dieses Erkennen in mir selbst, habe ich den ersten Schritt gemacht, um aus diesem Erkenntnisprozess auch einen Heilungsprozess zu machen. Und also die Einsicht im Fernosten wird natürlich über Meditation gemacht. Also heißt der Spruch, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung oder der beste Weg zur Besserung, übersetzt, Meditation ist der
beste Weg zur Heilung oder der erste Schritt zur Heilung von mir aus auch. Und ja, deswegen wird es auch viel um Meditation gehen, weil während der Meditation, da können wir zu einem Punkt kommen, wo wir uns mit jeder Zelle im Universum verbinden. Wir sind dann quasi allein. Wir sind mit allem eins. Ja, wie gesagt, in der wunderbaren deutschen Sprache sind schon immer Hinweise für diese Sachen, für viele, viele Geheimnisse gegeben. Und wenn wir mit allem eins sind, dann verbinden wir uns in diesem Moment mit der Energie, die allgegenwärtig in jeder Zelle im Universum ist. Und es ist ein wunderbares Gefühl. Und das führt dann auch zur Selbstheilung. Und ja, wie gesagt, ich schenke euch das alles. Das bieten natürlich auch andere Meister an. Also man kann zum Beispiel hier in den USA, in Sedona, da kann man bei solchen Kursen mitmachen. Das kostet dann pro Woche 5.000 Dollar. Oder beim Meister meines Meisters, Maestro Che in Korea, da kostet es, glaube ich, 8.000 Euro pro Woche Verpflegung nicht drin. Und das sind natürlich hochenergetische Meister, die haben so ein Energiefeld schon fast wie die Sonne oder wie der Papst. Und das kann ich euch natürlich noch nicht anbieten, aber ich kann euch schon mit meinem jetzigen Wissen die ersten 2 Jahre dort ersparen. Und das ist dann ja, sind dann ist eine halbe Million Dollar zumindest, was ihr hier einsparen könnt über die Online-Kurse. Ja, ich hoffe, dass wir gemeinsam in Schritt für Schritt wachsen können und uns befreien, gesund werden und es genießen können, eins mit allem zu sein. Vielen lieben Dank und ja, ihr wisst, hier bei YouTube gibt es ja die Glocke und abonnieren und es ist ja ein kleiner Klick für euch, ein großer Klick für die Menschheit. Danke und wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.